Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Fire. Liebe Leute, für mich ist das heute eine ganz spezielle Folge. Nicht nur, weil wir mit der Hauptstory weitermachen und beim letzten Mal viel Spannendes erlebt haben, sondern auch, weil ich zum ersten Mal jetzt eine Folge aufnehme mit einem echten Mikrofon, ja. Ich habe meine Hardware ein bisschen geupgradet. Wer mir auf Social Media folgt, der wird das hier und da vielleicht mitbekommen haben, dass ich da einiges an Umrüstung noch in diesem Jahr realisieren wollte. Und fast noch ungewohnter als der Umstand, jetzt mit einem Mikro zu arbeiten, ist der Umstand, dass ich jetzt zum ersten Mal ein ohrumschließendes Headset habe und gerade völlig abgeschottet von der Außenwelt bin und mich da jetzt nach über 8 Jahren erstmal komplett umstellen muss, weil ich mit einem deutlich einfacheren Setup die letzten Jahre meine Videos aufgenommen habe und noch so ein bisschen am Struggeln bin, ob sich das jetzt besser oder schlechter anfühlt und hoffe, dass ich mich da irgendwie schnell dran gewöhne und alles und überhaupt. Aber wird schon schief gehen, nur dass ihr das mal gehört habt. Ich weiß nicht, ob euch die Veränderung in der Soundqualität ob sich das für euch bemerkbar macht. Also ihr könnt mir gerne auch Feedback geben, weil ich natürlich auch jetzt die Lautstärke und alles nochmal neu justieren musste und ja, jetzt spannende Zeiten anbrechen und wir gucken aber trotzdem, dass wir heute ein bisschen was weggeschafft kriegen. Ich will natürlich hier keinen Vlog draus machen oder sowas, sondern wir wollen ja hier auch ein bisschen spielen. Und unsere Aufgabe lautet, ich musste gerade kurz überlegen, weil ich gestern Xenoblade Chronicles gespielt habe, heute wieder Breath of Fire. Bin schon wieder völlig durcheinander mit der Steuerung. Aber ich weiß noch, dass wir nach Agua müssen. Hätte ich jetzt hier eventuell nochmal übernachten müssen? Nee, ne? Uns geht es eigentlich scheinbar ganz gut. Das heißt, Agua. Nach Agua kann ich mich aber gar nicht porten, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber Agua war ja auch so gesehen keine Stadt. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, Agua war westlich von Romero. Kann jetzt sein, dass ich damit völlig ins Klo greife, aber wir gucken mal. Wir gucken, wir werden es heute schon irgendwie finden. Und wenn dieser Ansatz jetzt der falsche sein sollte, dann werde ich gleich das Ganze eventuell rausschneiden und nochmal alleine mich auf die Suche begeben, weil ich heute natürlich auch gucken möchte, was mit Pauls Schwester so abgeht. Und ja, das da oben war Agua. So, warte mal, jetzt muss ich nur zwei Sachen eben kurz machen und eine davon hat mit Marble zu tun. Das würde ich nämlich gerne einmal aktivieren und dann brauche ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um hier durch die Büsche und Sträucher und was auch immer zu laufen. Wobei, Moment, vielleicht geht das auch anders. Warte, ich habe Ideen. Ich habe Ideen, die am Ende dazu führen könnten. Ja, das wird so klappen. Dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz umdisponieren. Und zwar dahingehend, dass ich jetzt erstmal die Fusionsverwandlung machen möchte. In Richtung Puka natürlich. So. Das ist das eine. Und dann möchte ich gerne übernachten. Und dann muss ich gleich gucken. Ich habe nämlich ein Item, glaube ich, gebraucht, ne, um Agua betreten zu können. Ich weiß nicht, ob ich das nicht zwischengelagert hatte, aber das werden wir gleich rausfinden. Jetzt war natürlich mein Marble-Einsatz ein bisschen verschwendet, ne, aber das kriegen wir noch hin. Ich bin übrigens ein bisschen in der Vorproduktion wieder. Also es kann sein, weil wir, glaube ich, hier in großen Schritten auch aufs Endgame zulaufen. Es kann sein, dass ihr mir vielleicht unter die letzten Videos irgendwelche Hinweise geschrieben habt, in Hinblick auf den Drachentempel, in Hinblick auf optionalen Kram, dass ich das zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht gelesen habe. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Eine davon ist, dass ich das noch rechtzeitig lese und alles hier auch in das Let's Play mit eingebaut kriege. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, obwohl es gibt eigentlich drei. Die andere Variante ist, dass ich das Spiel durchschaffe ohne Probleme und würde das dann als gegebenenfalls optionales Video noch hinterher rausballern quasi. Und das dritte Szenario, vielleicht auch das wahrscheinlichste, keine Ahnung, ist, dass
Hallo? Achso, ich dachte, ich kann da jetzt nicht rein. Ist, dass ich feststelle, ich bin zu unterlevelt, ich bin zu schwach, mir fehlt irgendwie High-End-Equipment oder sonst was. Und nein, habe ich das jetzt wirklich nicht mit bei? Oh, alles klar. Ich glaube, das war das Tablet, was ich hierfür brauche. Ich organisiere mir das eben kurz mal. So, alles klar. Guck mal, jetzt habe ich nämlich das Tablet geholt, direkt aus Romero nebenan. Da war im Item-Shop nämlich auch so eine Bank, in Anführungsstrichen. Deswegen, ja, musste der kleine Abstecher sein. Ja, nee, das dritte Szenario ist eben, ne, ich stelle fest, ich komme nicht weiter. Dann würde ich eventuell abwarten, bis die Parts online gehen, wo ich den einen oder anderen Hinweis von euch bekomme. Es gab ja diese eine Folge, ich glaube, das war die, wo ich euch vor diesem metallischen Slime begrüßt hatte, und in der Folge habe ich ja ein bisschen was Optionales schon wegschaufeln können, aber bei weitem nicht alles, schätze ich mal. Das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn ihr mir sagen würdet, ich hätte da alles gefunden. Und spätestens, wenn dieser Part online ist, gehe ich davon aus, dass vielleicht noch die ein oder andere Ergänzung kommt. Und wenn nicht, dann würde ich mich da nochmal aufschlauen. Vielleicht würde ich auch gar nicht selber recherchieren nach Sidequests, sondern einfach... Warte, Multitasking und so. Sondern einfach mich weiter aufleveln anhand von diesem Slime-Gegner. Vielleicht kommen auch Hinweise zu Ecken, wo man noch besser leveln kann als auf dieser kleinen Insel. Das weiß ich natürlich alles nicht, aber das wird mit der Zeit hoffentlich kommen. Also mein größter Wunsch ist natürlich, dass ich jetzt hier ohne Probleme den letzten Boss First Try gelegt kriege, ne? Aber... ich weiß nicht. Der Schwierigkeitsgrad in Breath of Fire, der hat mich schon häufiger geerdet und auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der ist auf jeden Fall nicht ohne. Und ja, so, warte mal. Wo muss ich denn jetzt hier überhaupt genau hin? Hätte ich vielleicht im unteren Bereich... Was ist das denn hier? Hätte ich eventuell im unteren Bereich schon irgendwas finden können? Ich glaube, das wurde beim letzten Mal nicht präzisiert, ne? Wo genau wir in Agua unser Glück versuchen sollen. Aber ich gehe jetzt erstmal, weil ich schon auf halbem Wege bin, erstmal ganz nach oben. Und... ah, ich erinnere mich dunkel. Ich bin irgendwann, als ich mit Khan die Türen öffnen konnte... ja, hier nochmal... ja, da ist sie. Oh Gott, sollte ich speichern? Warte mal, ich guck mal eben ganz kurz, ob hier... alles halbwegs sinnvoll eingestellt ist. Wir haben Nina dabei, wir haben Bleu, wir sind gefused, wir haben volle AP. Ich würde sagen, Feuer frei, aber ich speichere vorher. So, gesagt, getan, dann lass uns mal gucken, was die gute Sarah uns zu erzählen hat, die ja scheinbar unter dem Einfluss von Jade steht und nicht sie selbst ist, ne? Wir erinnern uns zurück, sie hatte beim letzten Mal so ein bisschen auf Opferlämmchen getan und hatte uns gebeten, ihr die Schlüssel auszuhändigen, was wir natürlich gemacht haben und ja, sind damit offen in die Falle getappt, die uns Jade hier gelegt hatte. Stop him before he succeeds, Paul. I won't let you interfere. I'll destroy you myself. What? Ich hatte gerade für einen kurzen Moment die Hoffnung, weil hier weit und breit keine Spur von Jade ist, dass sie jetzt wieder normal wird. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir hier Gegner hatten. Ich guck mal eben kurz und lass mich mal überraschen. Wir sind ja schon mal gewesen. Ich weiß auch, dass ich diesen Ort sehr faszinierend fand und mir aber nicht sicher war, was ich hier genau machen soll. Aber klar, das hier ist der Spot, jetzt erinnere ich mich auch so langsam wieder dran. Das ist der Spot, wo wir diese ganzen Säulen oder Monolithen oder was das sein soll, gesehen haben, wo jeder halt für einen Schlüssel steht. Ne? Deswegen wollte sie die ganzen Schlüssel auch haben. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Könnte das jetzt hier vielleicht schon das Szenario sein, wo wir dem letzten Kampf uns gegenüber... gestanden sehen, war das richtiges Deutsch. Hier sind wir auch schon mal gewesen. Ich habe gerade gespeichert, ich bin ein bisschen ängstlich. You're too late. She has been released. Uh-oh. Also das Setting hier ist eines Endboss-Kampfes auf jeden Fall würdig. Nein! Ach so, die kommen raus. Ich dachte, die werden zerstört. Ey, aber das ist eine Insel, mit der ich, zu der ich eine gute Beziehung pflege. Da habe ich nämlich A, meine Lieblingswaffe gefunden und B, gibt es da den Gegner, der mir hier hoffentlich das Leben erleichtern wird. I shall now meet Tyr. Na dann, viel Spaß bei der Tyr. Immer schön grüßen, ne? Und immer schön abschließen. So, was geht jetzt hier ab?
Kann ich mit der Kugel irgendwas machen? Nö. Ich folge dem jetzt einfach mal unauffällig. Oha, das ist ein neues Gebiet und ich sehe schon wieder mehr Treppen, als mein Kopf verarbeiten kann. Ich glaube, das könnte lustig werden. Soll ich jetzt einmal ganz kurz hier runter? Stürze ich dann vom Turm? Ja, ich stürze damit vom Turm. Ich habe es kommen sehen, alles cool. Ah nee, ich stürze gar nicht vom Turm. Das ist der offizielle Turmeingang. So sieht es mal aus. Leute, ich hoffe, dass ich nicht zu laut spreche. Weil das, was ich am Anfang des Parts versucht habe zu beschreiben, das kann ich, glaube ich, jetzt noch weiter präzisieren. Die größte Umstellung für mich ist gerade, dass ich, okay, runterfallen kann man hier nicht, dass ich meine eigene Stimme kaum höre. Und ich meine Stimme nur als sehr, sehr dumpfes Geräusch einfach wahrnehme. Und sich das super merkwürdig anhört. Kennen wir dich? Kennen wir dich? Wie heißt du? Du bist Entity. Ja, wir haben dich schon mal gesehen. Ich weiß allerdings nicht, was du imstande bist auszuhalten. Ich sehe jetzt erstmal von Zaubern ab. Ich werde bestimmt gleich völlig entsetzt registrieren, dass das eine schlechte Entscheidung war. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, es hat nicht viel gefehlt. Aber Zaubereinsatz ist scheinbar schon ratsam, weil da war ein Slam mit dabei, ne? Also normalerweise ist ja nach einer Runde noch ein bisschen gesünder. Aber Entities sind, ja, dafür, dass es ein Gegner ist, sind sie okay. Was die Erfahrungspunkte angeht. Trotzdem nicht das allereffizienteste. Ich habe ein Domino gefunden. Was bringt mir das denn? Ist das ein Domino zum Essen? Wahrscheinlich nicht. Ich mag diese Dominos übrigens sehr. Passt ja eigentlich auch gerade zur Weihnachtszeit, aber ich kaufe mir diese Dinger nie. Ich mag die nicht doll genug, als dass sie andere Süßigkeiten übertrumpfen quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. Für Nina und für Blö, okay? Okay, okay, Moment. Nina und Blö. An welcher Position kommt das Ding denn? Das kommt an die Helmstelle. Domino ist ein Helm. Das ist ja auch nicht schlecht. So, aber Domino ist ein sehr schlechter Helm. Zumindest wenn man auf die Defensive guckt. Der Act-Wert, der geht hoch. Der Magiewert geht ein bisschen hoch. Aber bei ihr ist mir die Defensive erstmal wichtiger. Und sie hat einen anderen Helm, der sehr stark auf Agilität abzielt. Wo aber Domino zieht eins bei Magie ab. Und Domino zieht auch bei Act was ab. Also auch hier haben wir damit nichts gewonnen. Es sei denn, es gibt Sondereffekte, die das Spiel uns wieder nicht verrät. Aber ja, ist jetzt erstmal nicht so die Premium-Kiste gewesen. Oh, du bist neu. Du bist neu. Diese Krabbenviecher kennen wir zwar schon, aber nicht den Pinscher-Ex. Ich glaube, der Pinscher-Ex, den sollten wir durchaus ernst nehmen. Und zwar so ernst, als dass ich hier mit einem Boat-Ex gerne um die Ecke kommen möchte. Diese Viecher waren auch die letzten, die mich ultra hart genervt haben in dem letzten Dungeon, wo wir gewesen sind. Wisst ihr noch? Wo ich immer gehofft hatte, dass jetzt bitte keine mehr davon kommen mögen. Und ja, das wird bei dem wahrscheinlich nicht anders sein. Okay, also der wird massiv auf die AP gehen. So viel steht schon mal fest. Bin am Überlegen. Warte mal, ich werde jetzt hier einen etwas günstigeren Zauber einsetzen. Und etwas günstiger bedeutet in etwa so günstig wie ein Lightning Storm. Ich glaube, dafür steht das. Bin mir nicht ganz sicher. Aber er finisht das Ganze. Das ist schön. Boah, 2-3 für den Gegner sind mir fast ein bisschen zu wenig. Ich werde, um meine AP jetzt ein bisschen zu schonen, hier vereinzelt Marbles einsetzen. Also den einen oder anderen Kampf nehme ich sicherlich noch mit, aber prinzipiell würde ich jetzt erstmal gucken, dass ich hier auch ein bisschen Orientierung reinbekomme. Ich habe unten noch nicht alles abgesucht. Ich weiß, ich bin gerade komplett anders unterwegs als normalerweise, aber jetzt sind wir ja wieder unten. So, warte mal, jetzt gucke ich mir erstmal diesen Raum hier in aller Seelenruhe an. Da oben ist noch eine Treppe, wo wir wahrscheinlich hingelangen, wenn ich auf diesen Schalter da trete. Ja, es wird halt so sein wie in den anderen Dungeons auch, ne? Alles führt irgendwie in irgendwelche Sackgassen, mal mit, mal ohne Kiste. Und es gibt dann diesen einen Weg, der dich dann ans Ziel bringt. So, Power Armor hatten wir, glaube ich, schon. Power Armor ist doch auch ein
uraltes Relikt, was wir vor Äonen schon mal ausrüsten konnten, oder? Oder verwechsel ich das gerade? So, warte mal, ich habe hier Power Helmet und hier ist Power Armor. Und lass mich raten, kann wahrscheinlich jeder tragen. Nee. Nee, das ist nur für die Mädels. Dann revidiere ich meine Aussage eventuell. Denn dann verwechsel ich da scheinbar irgendwas. Oha, guck mal hier. Auf jeden Fall geht die Defensive schon mal nach oben. Aktion leidet, Magie leidet. Aber Defensive profitiert. Ist bei ihr ein bisschen schwierig, weil ich auch bei ihr auf einen guten Aktionswert angewiesen bin, weil sie halt möglichst zu Rundenbeginn immer heilen sollte. Das war ja das, was mich beim letzten Bosskampf auch so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Hier geht die Defensive runter. Hier geht aber auch Act runter und hier geht Dings runter. Hier geht alles runter. Also sie bekommt die Power Armor auf jeden Fall nicht. Und hier, ja, müsste ich mal gucken. Also, eigentlich würde ich sagen, hau raus. Ich gebe ihr die jetzt einfach mal. Und wenn ich beim nächsten Bossfight feststellen sollte, dass mir das mit der Heilung zu lange dauert oder dass der Gegner hier ein bisschen zu schnell ist, dann werde ich wieder tauschen. Ich muss nur hoffen, dass ich nicht aus Versehen das Ganze dann verkaufe oder so. Das, wäre ein bisschen unglücklich. So, dann sind wir aber hier mit dem Westflügel im Grunde genommen durch, ne? Weil ich bin jetzt hier... Achso, ich komme gar nicht wieder zurück. Wer hat sich das denn ausgedacht? Als ob die da nicht runterspringen könnten. Achso, runterfallen lassen kann ich mich auch nicht. Das ist ja kompliziert. Ihr wollt ja nur den Marvel-Verschleiß hier erhöhen und dafür Sorge tragen, dass Leute ständig in irgendwelche Kämpfe reingeraten. Ich hab den Trick durchschaut hier. So, kann ich mit dieser Säule irgendwie interagieren? Nö. Aber ich muss sagen, die Encounterrate... Guck mal, mein Marvel ist jetzt eine Weile inaktiv, aber die Encounterrate geht völlig klar. Kann es sein, dass das ja auch die letzte Treppe ist? Ich glaube, ja. Was sind das denn hier für komische Dinger? Oh! Okay. Auf jeden Fall Dinger, wo man reinfallen kann. Das ist blöd. Jetzt habe ich mich in den ersten Kampf gleich rein manövriert. Und hier auf dem Teleporter kam ich wieder zurück zum weltalldimensionierten vermeintlichen Bossraum, der sich am Ende als nicht so einer entpuppt hat quasi. Na gut, ich glaube, in das zweite Loch muss ich mich jetzt nicht fallen lassen. Wir gehen jetzt einfach mal gucken, was hier abgeht. Ich bin immer noch sehr überrascht. Ich wollte es gerade sagen, dass so lange keine Kämpfe kamen. Ey, was war denn da los? Und hier haben wir einen Ghoul. Ist das nicht so ein uralter Gegner? Eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, 1000 ist okay. Ich würde halt gerne wissen, ob jeder den one-hitted oder ob wir den auch ge-one-hitted hätten ohne Slam. Aber warum sind hier auf einmal so schwache Gegner? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. So, ich habe keine Ahnung, ob ich hier runterfallen kann, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht das Bedürfnis, das jetzt auszuprobieren. So, Paul, das ist jetzt ein Kampf, ne? Weswegen dein Boomerang seine absolute Daseinsberechtigung hoffentlich hier und jetzt in Stein meißeln wird. Oh nein, Paralyse. Wunderbar. Kann bitte jeder Paul erstmal in Frieden lassen. Das wäre ganz knorke, weil ich schon ganz gerne sehen würde, ja, ob er die alle one-hittet. Mit einem Slam sollte dem ja nichts im Wege stehen. Eigentlich ein ganz cooler Gegner. Einziges Problem ist, dass der ein bisschen zu früh angreift. Wäre halt schöner, wenn wir da den Vorzug hätten. Ah ja, da. Wenn man vom Teufel spricht, ne? So, eine agile Armor, die wird uns doch wohl nicht etwa ein bisschen schneller machen. Vielleicht spricht einiges dafür. Und wieder für Nina und für Blö. Warum bekomme ich denn jetzt hier nur Mädels-Equipment? Also nicht, dass ich dagegen was einzuwenden hätte. Ganz im Gegenteil. Ich habe schon mal gesagt, dass das immer ein bisschen einfacher ist, das dann auch zu prüfen und zu checken und so. Aber überraschend tut es mich trotzdem. So, Defensive geht hoch. Act geht hoch. Und Magie geht hoch. Ich profitiere ausschließlich, wenn ich das Ding Nina gebe. Ich will nur einmal kurz hier nochmal den Vergleich bitte kurz anstoßen.
Hier geht die Defensive runter, bei Eck passiert gar nichts und bei Magie passiert auch gar nichts. Das heißt, es ist klar wie Klobrühe, was wir hier jetzt machen werden. Und zwar bekommt die gute Nina dieses sehr eindrucksvolle Upgrade, wo ich nicht mal im Ansatz mit mir hadern muss. Sehr nice. So, ja. Paul, wir müssten dich ein bisschen beschleunigt kriegen. Das würde das Ganze hier extrem vereinfachen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir nicht kurz die Zeit nehmen sollte, um das im Menü mal gegenzuchecken. Ob wir seine Agilität nicht hochgeschraubt kriegen, wenn die denn am Ende wirklich ausschlaggebend auch ist für die Reihenfolge. Bin mir da immer noch nicht zu 100% sicher, aber es würde die Kämpfe super angenehm machen hier, zumindest auf dieser Ebene. Aber ich bin gerade irgendwie zu faul. Notfalls heilen wir ein paar Male. Gehe nämlich ganz stark davon aus, dass wir auf der nächsten Ebene schon wieder andere Gegner haben werden. Wobei da oben ist noch ein Bereich hier im nordöstlichen Abschnitt. Warte, hier kann ich jetzt eigentlich jedes Mal auf Auto-Battle gehen. Silence auf Blö. Rot away! Holy! Was ist denn da los? Die rottet voll vor sich hin. Was heißt diese graue Einfärbung? Ich kenne diese Zustandsveränderung gerade irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aber wenn die Silence wirken... Ach so, das ist der Zombie-Zustand. Alles klar. Alles klar. Oder auch nicht. Wie heilt man den denn nochmal? Warte mal. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, bei Nina war das... Ich habe gerade keinen Bock, den Zettel zu suchen. Aber ich meine, das war Heal. Ich würde jetzt einfach mein Glück versuchen. Und mein Glück ist mir hold. Sehr schön. Sie ist von ihrem Zombie-Status befreit. So war es gewünscht und geplant. So, ich habe zwei verschlossene Gitter und einen Schalter. Da fällt die Überlegung nicht schwer, was zu tun ist. Aber ich habe auch zwei Wege. Ich fange jetzt einfach mal standardmäßig mit links an. Oha, was bist du denn? Du siehst aus wie eine Kreuzung aus Auge und Klauen. Irgendwie habe ich Angst vor dir. Ich habe ja ein leichtes... Guck mal, wie der heißt. I see you. Alles klar. Okay, das ist ja lustig. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Dass Breath of Fire hier mit so einem Wortspiel aufwartet. Das feiere ich gerade sehr. Das feiere ich gerade sehr. Ich werde den Gegner des Todes hassen gleich, aber ich feiere diesen Gegnernamen einfach. Okay, und den muss man anzaubern. Wir kommen hier nämlich gerade ansonsten nicht wirklich vom Fleck. Okay. Da hat sich aber gerade jemand in Rekordgeschwindigkeit von der Paralyse erholt. Glückwunsch, Nina. So, warte mal, Nina. Ey, wisst ihr was? Die Kopfhörer, die sind so dämpfend, dass ich mir gerade nicht mal sicher bin, ob ich hören würde, wenn es an der Tür klingelt. Ey, das wäre ja mal mega unpraktisch eigentlich. Also es ist schon praktisch insofern, als dass du wirklich deine Ruhe hast, wenn du die Dinger aufhast. Aber es passiert halt häufiger, ne, dass während der Aufnahme mal wer an der Tür klingelt. Aber das muss ich dann die nächsten Tage wohl beobachten. So, was machen wir jetzt mit ihmchen? Ich glaube, wir werden einmal Bolt wieder probieren. Ey, komm, wenn du mir jetzt 5000 oder so gibst, dann bist du der King of Gegner, ja. Aber der dauert lange. Boah, der dauert lange. Gut, der wäre in zwei Runden wäre der down, wenn ich jetzt hier Zauber noch eingesetzt hätte. Aber, ist es das wert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass hier am Ende eine 5000 stehen wird. So, warte mal, was habe ich immer als zweite Variante genommen? Zuletzt den Lightning Storm, ne? Das ist aber, glaube ich, auch ein AOE-Angriff, aber Dings regelt. Was? Nicht mal 2000? Nicht mal 2000? Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, den ich einfach noch nicht erkannt habe, aber das schreit sowas von nach Marble-Nutzung. So sehr hat mich mein Marble-Item noch nie angeschrien, so... Dann müssen wir das jetzt hier einmal machen. Und dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Ruhe. Okay, ich muss auf jeden Fall dran denken. Ich hoffe, dass das hier der falsche Weg ist, dass ich noch eine komplett andere Route auf der anderen Seite hatte. Oh, das sieht so richtig aus. Das wird bestimmt die richtige Ecke gewesen sein. Und ich werde jetzt gleich auf der anderen Seite irgendwie eine... Nein! Guck mal, hier schließt sich der Kreis. Hier wäre ich von der anderen Seite rübergekommen. Alles klar. Das heißt, ich habe jetzt einfach nur den
längeren Weg genommen, oder was? Nee, hier ist eine Sackgasse. Okay, was ist denn Trap Guard? Also wahrscheinlich irgendwas, was mich vor Fallen schützt, würde ich jetzt anhand des Namens mal behaupten wollen. Aber wissen tue ich das nicht. Trap Guard, wo habe ich dich? Wo habe ich dich? Ach, die ist hier oben, weil ich meine Marbles hier leer gemacht habe. Defense Power und es ist für Karn. Das finde ich sehr, sehr nice, dass wir hier sehr charakterspezifische Sachen die ganze Zeit finden. Oha, die Defensive kackt auf jeden Fall schon mal richtig ab. Act geht auch runter, Magie geht runter. Alles geht runter. Aber ich wette, wenn du das Teil hier angelegt hast, dann wirst du keinen Schaden mehr nehmen aus Fallen, die an Kisten gekoppelt sind. Und ja, so, warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken, wo überhaupt der richtige Weg jetzt ist. Da oben rechts habe ich schon eine weitere Treppe gesehen, aber haben wir auch einen Weg gesehen, wie man da hinkommt? I'm not sure. So, warte mal, Marble 3 habe ich hier noch. Warum verteilen sich meine Marbles hier wieder so komisch? Ich müsste mal wieder aufräumen. Und ich müsste meine Vorräte vielleicht auch mal wieder aufstocken. Da oben ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Wie habe ich die denn vorhin übersehen? Und da ist auch die... Da ist auch die Dings. Okay. Ich habe eine Vermutung. Man wird bestimmt über diesen kleinen Raum hier unten nach oben durchlaufen können, weil wenn ich da dann reinkomme... Warte mal, ich würde das einfach mal probieren, obwohl... Lass mich mal noch eine Sache ganz kurz checken. Wenn ich hier wieder raufgehe, geht wieder beides hoch. Okay, dann habe ich sowieso keinen Handlungsspielraum. Ich versuche jetzt mal, diesen Raum da unten zu erreichen. Bin ich vorhin an dem irgendwie schon vorbeigelatscht? Ich bin mir nicht sicher. Aber der Weg, das schien mir relativ linear zu sein. Ah, jetzt weiß ich, was das Problem war. Hier komme ich jetzt nämlich nicht rein. Okay, so, warte mal. Ich muss also irgendeinen Mechanismus aktivieren und werde heute bestimmt mehr als einmal die Random Encounter verteufeln, die mich nerven in solchen Rätselsituationen, aber da bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine mit. So, jetzt brauche ich eine Möglichkeit, um diese Dinger da runterzubringen. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Ja, man wird einfach hier einmal rauftreten müssen, sich daran erinnern müssen, dass es diesen Weg noch gab, was ich bei meiner letzten Umrundung nicht getan habe. Und damit kommen wir jetzt hier weiter, oder? Jawohl. Guck mal, Kombinatorik Negoja ist wieder am Stissel hier. Und wenn ich da jetzt rauftrete, werden beide Gitter nach oben raus freigelegt. Nice! Ich würde mal sagen, das hat doch sehr gut funktioniert, dafür, dass ihr hier offiziell ein Negoja-Let's Play gerade mitverfolgt. War DR? Was war ein DR? Das war nicht Degger, oder? War Degger nicht DG? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wir werden es herausfinden, denn ich weiß ja inzwischen, wie ich zumindest an diese Informationen komme. Attack Power. Doch, das wird Dagger sein. Guck mal, es ist auch für Karn. Alles richtig kombiniert hier. Das ist mein Kombinatorik-Part Nummer 1 heute. So, Flame Dagger. Ja, Attack geht nach oben. Und nichts anderes geht im Gegenzug runter. Das heißt, ich glaube, Flame Dagger kann er behalten und sollte er behalten. So, ja, genau. Da sind wir jetzt in dem besagten nordöstlichen Teil, den ich vorhin schon angemerkt hatte. Hier kommen auch die coolen Gegner. Hätte von mir aus auch eine Dreiertruppe sein können. Ich meine, ja, die teilen aus. Nicht gerade wenig. Ich werde auch gleich nochmal ein bisschen heilen. Aber die geben einem halt auch was zurück. Die teilen nicht nur aus, die können auch einstecken. Und diese Fairness spricht für sie. Mann, warum kommen die denn hier alle immer nur einzeln? Oh, sorry. Gerade gegen das Headset geditscht. Mann, weißt du, da brüllst du einmal danach, dass du einen bestimmten Gegner haben willst und dann macht er sich rar. Das finde ich nicht in Ordnung. So, Nina, ich glaube, der ein oder andere von deinen Gefährten bräuchte mal ein bisschen Support. Ein bisschen Support, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ah, guck mal, wie das einfach nicht ausgereicht hat. Da hätte ich vielleicht mal auf Kura X gehen sollen, ne? Das hätte...
Hätte mir hier eventuell auch ein bisschen den ganzen Verbrauch erspart. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich so übervorsichtig bin. Ich speichere jetzt erstmal noch nicht, aber nicht, dass wir jetzt, wenn wir irgendeinen Abschnitt betreten, hier plötzlich vor dem Super Endboss stehen und ich dann gar nicht mehr Bescheid weiß. Gab es auf der anderen Seite was? Sieht nicht so aus. Ich laufe jetzt mal nicht die ganzen Wände ab. Also, oh. Da ist sie. Ey, hast du uns gerade jetzt schon Energie abgezogen? The power of the shield blocked Paul and the rest of the party. They received some damage. Achso, sagt gar nicht sie. You'll never be able to penetrate the shield. You can only watch Jade march toward domination. Okay, I'll remove the shield. Hä? Hä? Ist sie irgendwie schizophren oder so? The shield is gone. Hurry, you must go. Die hatte wahrscheinlich jetzt einen kurzen Moment gedanklicher Klarheit, ne? Das sollte wahrscheinlich gerade voll die dramatische Szene sein, aber ich war gerade eher verwirrt als ergriffen. Paul, Jade is using a spell to control my mind. Something the spell breaks. Nee, sometimes the spell breaks and I regain my senses. You should go. Ach so, okay. Das ist also wie so ein WLAN, was immer mal wieder Abbrüche erfährt. Und in den Momenten der Abbrüche, da können wir wieder normal miteinander reden. So in etwa übersetze ich mir das Ganze jetzt. Okay, ist das eine Warnung da? Hallo? Okay. Ich mache jetzt mal was ganz Dummes. Ich gehe jetzt mal nach vorne. Erstmal speichere ich. So, speichert ist das Ding, geheilt ist niemand. Ich wollte nämlich erstmal gucken, ob ich nicht vielleicht so eine Wasserquelle oder sowas finde oder irgendwas, was der Fairness halber mir eine Heilung jetzt hier nochmal ermöglicht. I must say one last thing, Paul. Paul, Entschuldigung. Ja, hau raus, ich höre dir zu. I know that you'll do whatever it takes to stop him. Ja. Bittest du uns deine Hilfe an, wollte ich gerade fragen. Ist das dein seriously fucking Ernst gerade? Ich habe jetzt nur noch mal mit ihr gesprochen, damit sie mich angreift. Ist das jetzt optional? Na gut, das kann ich mir auf jeden Fall knicken. Und das will ich mir auch knicken. Wir können jetzt hier eventuell noch mal kurz gucken, ob also was sie hier für Angriffe zu erwarten haben. Aber ich werde gleich das Spiel noch mal laden. Das Spiel nochmal laden, meine Leute hochheilen und dann gibt es hier richtig aufs Maul. Aber wahrscheinlich ist das schon wieder hin und her gesprungen zwischen gerade eben war sie noch nett. Vielleicht war sie auch nie nett und hat das von Anfang an gefaked, um uns in diese Situation hier reinzubringen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich schätze mal, der Kampf hier ist nicht optional. Aber was weiß schon ich? Ich lade jetzt nochmal neu und dann sehen wir uns gleich wieder komplett hochgeheilt. So, meiner Mannschaft geht es wieder gut. Ich habe den geheilten Zustand jetzt auch abgespeichert. Und jetzt gucken wir mal, was als nächstes passiert. Also, jetzt will sie nochmal mit uns sprechen. Was ist, wenn ich das ignoriere? Okay, der Kampf ist also definitiv nicht optional. Ich komme nicht weiter. Also, werden wir jetzt gucken, wie realisierbar und realistisch der Kampf letzten Endes ist. Also, ich meine, der Gegner, der Boss sieht sehr, sehr geil aus. Also wie so ein leicht vollgefressener Drache, aber ich mag den irgendwie. Auch wenn das ja eigentlich Sarah ist, aber naja. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt kluge Dinge tun. Und wenn ich von klugen Dingen spreche, dann meine ich, dass wir aus ihm einen Bolt Dragon machen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der Boomerang an Damage austeilt, ne, aber das ist egal. Ich hatte bisher keinen einzigen Bosskampf. Keinen einzigen, wo der Dragon weniger Damage gemacht hat als der eigentliche normale Standardangriff. Und vor dem Hintergrund handle ich das jetzt einfach so. Und sie wird das jetzt wieder mit Bolt X einmal probieren. Und wenn der ein oder andere Slam-Angriff durch Karn bzw. durch Puka zustande kommt, dann wäre das ganz schön. 600 machen wir mit Bolt an Schaden. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir vorhin in der Runde mit den Angriffen dem Meer abgezogen hätten, aber wahrscheinlich bilde ich mir das jetzt einfach nur ein, keine Ahnung.
So, bevor wir jetzt auf Gruppenheilung nach und nach gehen, würde ich ganz gerne den Attack Boost noch in Richtung Khan weitergeben. Der kann angreifen und hier werde ich mich jetzt gar nicht auf irgendwelche Experimentierphasen einlassen, denn Bolt hat überzeugt, wie so oft. Ah, guck mal, da ist der Slam auch schon. Nice! Und Bolt wird auch die erste Wahl bleiben. Ey, die hat doch vorhin pro Angriff mehr Schaden gefressen als jetzt. Also dahingehend, dass die Leiste irgendwie weiter runtergegangen ist. Das ist irgendwie scheinbar völlig falsch in Erinnerung. Kein Plan. So, dann erhöhen wir das Luck oder den Luck vom Dingsi-Bumsi hier, vom guten Paulus-Drachen und Blö. Ja, schade, dass der Cursor sich nicht merkt, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Für vielen JRPGs kann man das ja einstellen. Wobei eher bei den neueren, ne? Ich weiß gar nicht, vielleicht gab es das hier in den Einstellungen auch. Muss ich gegebenenfalls nochmal gucken. Aber ich glaube, das wird ein relativ zäher Kampf, der aber trotzdem machbar sein wird, ohne dass ich jetzt hier groß in die Trickkiste greifen muss. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe Luck erhöht bei Paul. Dann packen wir jetzt hier nochmal den Angriffsboost rein. Ohne zu wissen, ob das was bringt, aber ja, lieber so als gar nichts machen. Und ich glaube, Nina ist als Angreiferin hier nicht unbedingt die allerbeste Wahl. Insofern, ja, vom Poker bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Der hat doch zuletzt immer so viele Slams rausgehauen und jetzt hier gerade gar nichts. Okay, Nina, ich glaube, jetzt kommt ein großer Moment. Wobei, eigentlich stecken das meine Leute ganz gut weg. Ich muss sagen, anhand von dem Kampf schöpfe ich gerade so ein bisschen Hoffnung, dass der letzte Endboss vielleicht gar nicht so krass wird und dass mein Level ausreicht. Denn ich meine, dass mir in dem ein oder anderen Kommentar ein höheres Level empfohlen wurde für meine Leute. Ich weiß gar nicht mehr, welches genau, aber ich habe den Kommentar gelesen, habe mir mein Level angeguckt und dachte mir, holy moly, bin ich da noch weit von entfernt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich habe ja noch meinen Plan B, dass ich gegebenenfalls auf optionalen Kram noch zurückgreife. Und da schwebt mir vor allen Dingen eben der vierte Drachentempel noch im Sinn. Und eventuell, es gab noch irgendwas anderes, ich komme da aber gerade nicht drauf. So, ich versuche jetzt nochmal Luck von Puka bzw. von Karn zu erhöhen. Auch ebenfalls unwissend, ob das in irgendeiner Form stackt, aber besser als sinnlos und untätig herumzustehen. So kann man wenigstens ein bisschen hoffen. Das war jetzt gerade kein Slam. Aber Khan macht sehr unterschiedlichen Damage. Der hatte vorhin keine 400 Schaden und hat jetzt hier gerade fast 800 gemacht. Ist die Spanne echt so weit gestreut? Also wie viel Damage die letzten Endes austeilen können? Ja, ich könnte jetzt mit ihr... Weißt du was? Ich greife jetzt einfach mal mit ihr an. Sarah oder Sarah steht da tatsächlich auch als Bossname. Ja, guten Morgen, ne? Der Gegner ist zur Hälfte down und ich stelle das dann erst fest. Aber wir wissen ja, dass sie das irgendwie ist, weil sie ja auf uns losgegangen ist und dann diese komische Form hier angenommen hat. Aber das zeigt ja auch, dass wir... auch den White Dragons oder generell, obwohl sie gehört ja jetzt, obwohl, nee, sie ist eigentlich, ist sie doch auch ein White Dragon, oder? Sie steht gerade nur unter dem Negativeinfluss von den Dark Dragons, aber sie muss einem der beiden angehören, weil sie sich sonst nicht verwandeln könnte. So. Aber sie ist, ich meine auch, dass sie uns mal irgendwie als Schwester vorgestellt wurde, oder? Oder bin ich da jetzt komplett auf dem Holzweg? Ich weiß es nicht mehr, weil das zu lange her ist. Aber irgendwo muss ja auch die Vertrauensbasis herkommen, dass Paul ihr so die Schlüssel ausgehändigt hat und alles und überhaupt. Und das kommt ja nicht von ungefähr. So, ich glaube, wenn es jetzt gut läuft, dann könnten wir eventuell in zwei Runden das Ding für uns entschieden haben. Ich werde jetzt einmal nochmal Gruppenheilung rausballern. Hier bolten wir nochmal. Mit einem fetten Axe und... Ja, nee, ich glaube, das könnte sogar in dieser Runde klappen. Komm, bitte, haut einen Slam raus, Leute. Haut einen Slam raus, wie es im Bilderbuch steht. Das passiert natürlich nicht. Super.
Super, also doch zwei Runden, wie am Anfang vermutet. Und Nina bekommt nochmal richtig schön aufs Fressbrett, damit sie auch ja diesen wundervollen Kampf hier nicht vergisst. Alles klar. So, warte mal, dann kann sie sich einmal kurz selber heilen. Karin greift an und Blö, ja, Blö hat gar nicht mehr so viele AP. Also wenn direkt danach dann noch ein Bossfight kommt, dann könnte es Probleme geben. So ein ganz kleines bisschen. So, Leute, jetzt ballert mal hier mehr Schaden raus. Das ist zu wenig. Kommt noch jemand? Jetzt habe ich das in der Runde tatsächlich auch nicht geschafft. So, jetzt muss Auto-Battle aber bitte regeln. Dankeschön. Meine Güte, das war nicht ohne. Das war nicht ohne. Und 8000 sind, finde ich, relativ wenig. Aber das Thema hatten wir ja schon. Dass die Bosskämpfe hier auch relativ unverhältnismäßig sind. Das ist ein bisschen wie in Wild Arms zuletzt. War das früher tatsächlich so? Oder sind das jetzt zufällig zwei Spiele gewesen, wo es so ist? Dass Bosskämpfe einfach unverhältnismäßig wenig an Experience geben? Brother, I'm finally free from Jade's control. Don't grieve over me. You did the right thing. Ich weiß. Oh, ist sie tot? Ey, in anderen Spielen sind die aber gnädiger. Da kommt dann jemand zurück und ist nicht komplett tot. So, wisst ihr, was ich meine? Sarah, was if free from is... Da haben sie schon wieder einen Fehler reingebaut. Sarah is free from Jade's control. Aber auch tot jetzt, oder interpretiere ich da zu viel rein? Ich habe keine Ahnung. Aber, ihr Lieben, ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Und wir werden in der nächsten Folge uns an genau dem gleichen Punkt hier wiedersehen. Eventuell, ganz eventuell, ich weiß nicht, wie viel Bock ich habe, gehe ich hier nochmal komplett raus, kaufe nochmal ein paar Marbles ein, heile mich hoch und werde unter Einsatz meiner Marbles hier nochmal zurückkehren. Und vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!